Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde. Meldungen über UFOs, die aus dem Meer auftauchen oder unter Wasser verschwinden, üben eine ganz eigene Faszination aus. Die folgenden Fälle ereigneten sich alle nur etwa 320 Kilometer voneinander entfernt, südlich von Rio de Janeiro, entlang der brasilianischen Küste. Jedes Mal gab es mehrere Augenzeugen, die solide Flugobjekte gesehen haben. Lediglich im Santos-Fall ist eine konventionelle Erklärung denkbar. Sollten die Menschen aber tatsächlich nur durch eine fehlgeleitete Rakete, ein abgelöstes Geschossmagazin oder Satellitenüberreste genarrt worden sein, dann scheint es zumindest seltsam, dass die Behörde an den Orten der Geschehnisse keinerlei Wrackteile finden konnten. Rio de Janeiro, 27. Juni 1970. Aristo Macchiaro und seine fünf Töchter saßen an diesem Sonntag auf der Veranda und waren in einem Spiegel vertieft. Über die Straße hinweg konnten sie auf die Südatlantik hinausschauen. Sie hatten Besuch von den Nachbarn João Aquário, einem Beamten der brasilianischen Bundespolizei. Maria, das Hausmädchen, bereitete das Mittagessen vor und informierte die Familie, dass es nun 11.38 Uhr sei. 2 Minuten später schweifte Aquarios Blick zufällig aufs Meer hinaus und er machte die anderen aufmerksam auf ein Motorboot, das gerade auf die Wasseroberfläche aufschlug, wobei ringsum die Gischt hochspritzte. Spiel und Mittagessen waren rasch vergessen, als die Machados und ihre Gast auf dem Motorboot 2 Passagiere erspähten, die mit den Armen etwas zu signalisieren schienen. Gegenüber Dr. Walter Puller, der den Fall später untersuchte, sagte Aquario aus, dass sich eindeutig 2 Personen an Bord befanden, die glänzende Kleidung und irgendetwas auf dem Kopf trugen. Das Objekt selbst war grau, metallisch, etwa 5 bis 6 Meter lang und trug eine durchsichtige Kuppel. Und noch etwas Seltsames fiel auf. Zu keinem Zeitpunkt vollführte das Objekt die typische Schaukelbewegung, die ein Boot normalerweise auf den Wellen macht. João Aquário rannte zu dem nahegelegenen Mara Hotel und benachrichtigte die Hafenpolizei, die veranlasst, dass den Insassen des Motorboots, die sich draußen vor der Küste offenbar in Schwierigkeiten befanden, sofort Hilfe geschickt wurde. Aquario kehrte 30 Minuten später nach Benachrichtigung der Polizei zum Haus der Machados zurück. Von der Veranda aus konnte man nun beobachten, wie sich das Objekt der Küste entgegen bewegte. Jetzt zeigte sich, dass es scheibenförmig war. Es glitt etwa 280 Meter über die Wasseroberfläche und schob dabei eine Bugwelle vor sich her. Dann hob es ab und flog lautlos und sehr schnell in Richtung Südost davon. Erst jetzt bemerkte die Augenzeugen, dass es sich gar nicht um ein Boot gehandelt hatte, sondern um ein Objekt, das eher wie eine fliegende Untertasse aussah. An der Unterseite wurde eine Art sechseckige Fahrwerk eingezogen, an dem abwechselnd grün, gelb und rote Lichter blinkten. Sobald sich das Objekt in der Luft befand, schien es eher durchsichtig als aluminiumfarben und Maria sagte aus, dass sie innen deutlich 2 Wesen erkannt hatte. An der Stelle im Meer, an der sich das UFO ursprünglich befunden hatte, sahen die Augenzeugen nun ein weißes, reifenförmiges Gebilde von der Größe einer Truhe. Das Objekt versank dann plötzlich, um kurz darauf wieder aufzutauchen, wobei sich ein ovaler, etwa 40 cm großer Abschnitt davon trennte, der ungefähr 20 cm aus dem Wasser ragte. Das Segment behielt etwa 3 Minuten lang seine Position bei und bewegte sich dann auf die Küste zu. Schließlich trennte sich von dieser Oval ein grüner Teil ab, der dem Hauptgebilde in einem Abstand von etwa 1 Meter folgte. Als das Oval nach einer Viertelstunde nur noch 120 Meter vom Ufer entfernt war, drehte es plötzlich scharf nach links ab und steuerte auf den Strand von Gaveta zu. Inzwischen war die Küstewache von Fort Copacabana an der Stelle angelangt, an der das Ufer vorher verharrt hatte. Die Crew musste demnach genau beobachtet haben, wie das Ufer abhob. An etwa derselben Position, an der Reifen aufgetaucht war, hieften die Polizisten ein seltsames rotes zylinderförmiges Etwas an Bord. Die Polizei ließ später nichts darüber verlauten, was sie gesehen oder aus dem Wasser gefischt hatten. Obwohl in der Zeitschrift Diario de Noctivagos ein Artikel über den Vorfall erschien, melden sich keine weiteren Augenzeugen mehr. Eine absolut sehr interessante Sichtung, findet ihr nicht auch? Hier wiederum typische Anmerkungen,
dass Dinge wieder einfach so verschwinden und einfach die Beweismittel unter den Nagel gerissen werden. Ein typischer UFO-Fall natürlich. Irgendwie verstummte das Ganze dann auch und es gab keine weiteren Berichte oder Meldungen mehr davon. Auch Augenzeugen blieben weitgehend aus. In einem anderen Fall passierte Ähnliches. Und zwar ereignet sich der Vorfall am 10. Januar 1958. Denn am 10. Januar 1958 saßen Kapitän Rocher und seine Frau auf der Veranda ihres Hauses. Sie blickten gerade auf das Meer hinaus, als sie dort eine ungewöhnliche Insel sahen. Der Kapitän besah sich dieses Gebilde durchs Fernglas und stellte verblüffend fest, dass es immer größer anschwoll. Er rief nach mehreren Leuten im Haus und bald standen 8 Personen auf der Veranda und beobachteten dieses merkwürdige Phänomen. Die Insel schien auf 2 Teilen zu bestehen, wovon eine auf dem Wasser schwamm und der andere darüber zu schweben schien. Plötzlich tauchten beide Teile weg. Kurz darauf erschien ein Dampfer und kam ganz nahe an der Stelle vorbei, wo das merkwürdige Objekt zuletzt gesichtet worden war. 15 Minuten später, als das Schiff außer Sicht war, tauchte es wieder auf. Nun konnte man erkennen, dass das obere und untere Teil durch mehrere helle Röhren oder Stiele miteinander verbunden waren, in denen sich kleine Objekte wie Perlen auf einer Kette unregelmäßig auf und ab bewegten. Dies dauerte einige Minuten an. Dann schlossen sich die beiden Teile zusammen und das ganze Objekt verschwand unter Wasser und entzog sich endgültig dem Blickwinkel der Beobachter. Man schickte zwar sofort ein Flugzeug los, das aber erst eintraf, als das Objekt bereits verschwunden war. Meine lieben Freunde, wie könnte man so eine Sichtung genau beschreiben? Und was haben die da genau gesehen? Handelte es sich wirklich um ein außerirdisches Objekt, das die Augenzeugen gänzlich so beschrieben haben? Oder hat hier vielleicht nur das Auge getrübt? Denke ich mal nicht, da auch kurzerhand davor ein Dampfer vorbeifuhr und das Objekt kurz davor noch abgetaucht ist und dann wieder in Erscheinung getreten ist. Es könnte sich definitiv um ein sehr nicht identifizierbares Objekt gehandelt haben. Wurde hier vielleicht ein geheimes Experiment der Regierung durchgeführt? Oder waren es wirklich außerirdische Besucher? Sichtungen im südamerikanischen Kontinent sind nicht selten. Immer wieder werden dort seltsame Objekte gesichtet. Könnte es vielleicht doch sein, dass es eine Verbindung zu den Nazca-Linien geben könnte, warum dort immer wieder UFOs gesichtet werden? Am 31. Oktober 1963 spielte die 8-jährige Ruth in der Nähe ihres Elternhauses in Iquapa, südwestlich von Santos, als sie ein heulendes Geräusch vernahm, das immer lauter wurde. Sie sah sich nach allen Seiten um und entdeckte ein silbriges Objekt vom Himmel herunterkommen und auf den nahegelegenen Fluss zusteuern. Als das UFO über das Haus hinwegflog, streifte es eine Palme und begann in der Luft zu schlingern. Das Mädchen beobachtete, wie es in den Fluss stürzte und unterging. Das Kind rannte nach Hause und lief auf dem Weg dorthin ihrer Mutter in die Arme, die das Geräusch ebenfalls gehört hatte und in Richtung Fluss lief, gefolgt von Raul, dem Onkel, der etwa 90 Meter vom Haus entfernt beschäftigt gewesen war. Alle drei starrten atemlos auf den Fluss hinaus. An der Stelle, wo das Objekt gesunken war, schien das Wasser zu brodeln. Dann schoss ein trüber Wasserfontäne empor, gefolgt von Schlamm. Ruth war nicht die einzige Augenzeugin. Ein paar Fischer am gegenüberliegenden Ufer hatte das UFO ebenfalls beobachtet. Einer davon, ein Japaner, lieferte später eine detaillierte Schilderung. Das Objekt hatte die Form eines Waschbeckens und einem Durchmesser von etwa 7,5 Metern. Als es mit den Palmwipfeln zusammenstieß, befand es sich nur noch etwa 6 Meter über dem Boden. Es herrschte die einheilige Meinung, dass das Objekt nach diesem Aufprall in Schwierigkeiten geraten sein musste. Viele vermuten daraufhin, dass sich in dem schlammigen Flussbett das Wrack eines Ufers befinden musste. Aber kein Taucher konnte in den 5 Metern tiefen Wasser etwas entdecken. Später wurden es sogar mit Minensuchgeräten nach dem Objekt gefahndet, ebenfalls ohne Erfolg. Jim und Corell stellte die Vermutung auf, es könnte sich angesichts der Größe des Objekts durchaus um ein bemanntes UFO gehandelt haben. Demnach wäre es denkbar, dass es rechtzeitig repariert wurde und entkommen konnte. Leider kann man hier nicht mehr genau nachvollziehen, was damals wirklich vorgefallen ist.
da die Berichte schon sehr lange zurückliegen. Wir wissen aber ganz genau, dass Südamerika eigentlich ein richtiger Hotspot für UFO-Sichtungen ist. Wenn es um dieses Thema geht, ist Südamerika in diesem Bereich viel offener als wir hier in Europa. Und über Jahrzehnte hinweg versuchen Menschen immer wieder eine Erklärung zu finden, was es mit diesen Sichtungen auf sich hat. Bis dato wissen wir bis heute noch nicht, woher sie kommen, was sie sind und was sie hier eigentlich wollen und wer dieses Phänomen auch verursacht. Ja, meine lieben Mystery-Community-Freunde da draußen, ich hoffe, der Beitrag hat euch soweit gefallen und wenn das so ist, dann lasst doch gerne mal ein Like da und wer mich noch nicht abonniert hat, kann gerne ein Abo dalassen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.